So, neues Thema heute. Das heißt nicht wirklich neues Thema, denn beim ersten Mal, beim vorletzten Mal, Sie erinnern sich an den Streifzug durch so einzelne Themen der algorithmischen Modellierung. Da hatten wir auch schon mal hier hineingeschaut. Jetzt werden wir das Thema systematisch betrachten. Also wir hatten bisher einen Aspekt von Modellierung betrachtet, nämlich wir haben eine Modellierungssprache, eine Spezifikationssprache, OPL, und wir wollen verschiedene Problemstellungen in dieser Spezifikationssprache schreiben. Dazu werden wir später nochmal wiederkommen. Aber erst einmal betrachten wir eine ganz andere Situation, ein ganz anderes Szenario der Modellierung, nämlich dass Sie eine Problemstellung auf eine andere Problemstellung zurückführen. Sie haben eine Problemstellung, zum Beispiel kürzeste Pfade, für die wissen Sie schon, wie Sie damit umgehen müssen. Ja, da haben Sie viel in der GDE2 dazu gesehen und gehört. Und Sie haben irgendeine andere Problemstellung, bei der wissen Sie noch nicht, wie Sie damit umgehen sollen. Und Sie stellen jetzt fest, durch scharfes Hinsehen, also wir sind wieder bei den schwarzen Künsten, durch schwarzes Hinsehen, nein, nicht durch schwarzes Hinsehen, durch Hinsehen, scharfes Hinsehen stellen Sie fest, ach Mensch, das sieht doch, wenn man das ausreichend abstrahiert und mal um die Ecke denkt, dann sieht das doch aus wie ein kürzestes Wegeproblem. Gucken Sie es genau an und siehe da, ja, es ist ein kürzestes Wegeproblem. Wir haben ein Kapitel, wo es nur darum geht, beispielhaft verschiedene Problemstellungen zu zeigen, die sich tatsächlich als kürzeste Pfadeprobleme, kürzeste Wegeprobleme darstellen und so auch lösen lassen. Und wir werden ein zweites Kapitel danach haben, wo wir als Zielproblemstellung nicht mehr kürzeste Pfade haben, sondern alles möglichen anderen nochmal ausgewählte Beispiele. Ich sollte noch hinzusagen, für dieses Kapitel hier, am Ende dieses Kapitels haben wir eine Reduktion nicht auf ein kürzestes Pfadeproblem, sondern auf ein längstes Pfadeproblem. Dazu kommen wir dann entsprechend. So, das ist die generelle Situation bei der Reduktion von Problemen. Dazu möchte ich gerne dann was aufzeichnen. Schon mal so. Ich habe jetzt nicht kalibriert. Ich hoffe, dass das jetzt. Ah ja, gut. Na, komm so weg. Und jetzt wieder Stift. Nein, den da. So. Sie haben jetzt. Was heißt Reduktion? Sie haben jetzt einen, hier einen, ja, der schreibt, ja, schreibt doch mal, einen Input für eine Problemstellung X. Sie wollen daraus einen Output für X berechnen. Ja, das ist das grundlegende Problem der Algorithmik. Algorithmus heißt, das ist ein Stück Software oder genau gesagt das Konzept hinter einem Stück Software, was für einen gegebenen Input der Problemstellung einen zulässigen Output berechnet. Beziehungsweise manchmal reicht es einem nicht, einen zulässigen Output, sondern man will einen möglichst guten Output in Bezug auf irgendeine Zielfunktion, beispielsweise Navi, nicht nur irgendeine Fahrstrecke von A nach B, sondern eine möglichst gute, eine möglichst eine mit geschätzt möglichst geringer Fahrzeit oder was immer die Zielsetzung ist. So, das wollen Sie haben. Und Reduktion heißt jetzt, dass Sie haben jetzt ein anderes Problem durch scharfes Hinsehen gesehen, sodass Sie einen einen Input, Entschuldigung, für X transformieren können in ein Input für die andere Problemstellung, die nenne ich Y. Und Y ist ein gut handhabbares Problem, wo Sie wissen, wie Sie damit umgehen können, wo Sie also einen Output für Y, für diese Instanz, für diesen Input leicht berechnen können. Und Sie brauchen jetzt noch hier ein Missing Link, ein fehlendes Glied hier hoch, sodass Sie also von einem Input für x
erst transformieren in ein Input für Y, transformieren in ein Output für dieses Y, also na, hier wenden Sie einen Algorithmus für Y an, um dazu einen Output zu berechnen und kriegen dann einen entsprechenden Output für X heraus, für diesen Input einen entsprechenden Output, sodass Sie also transitiv hier tatsächlich einen Algorithmus haben für x durch Reduktion, so heißt das, durch Zurückführung. Denn Reduktion, das lateinische Wort, heißt wörtlich übersetzt Zurückführung. Re und dux, duce, der Führer, da steckt das zum Beispiel drin. So, das ist das Konzept, was Sie hier in diesem... Also ich gehe jedes Mal, wenn ich auf den anderen Desktop gehe, um da was zu zeichnen, gehe ich hier aus dem Präsentationsmodus raus, weil ich habe das bei der ersten Vorlesung Algorithmen und Datenstrukturen fürs Zweitsemester, die ehemalige GD2, nicht gemacht. Und da gab es ganz merkwürdige visuelle Effekte plötzlich, nachdem ich wieder auf diesen Desktop zurückgegangen bin. Keine Ahnung, was da passiert. Gut. Also, was haben wir hier? Ein Problem X wird zu einem Problem Y reduziert. Das heißt, wir haben einen hoffentlich sehr effizienten Algorithmus, um jeden Input von X, jede Instanz von X in eine Instanz von Y zu transformieren und umgekehrt eine zweite Transformation von einer Lösung für diese Instanz Y zu einer Lösung für diese Instanz X. Genau das, was ich eben gezeigt habe. Und wie gesagt, in diesem Abschnitt wird das Problem, auf das wir alles reduzieren, kürzeste Pfade sein. Und im nächsten Abschnitt dann gehen wir davon weg und betrachten beispielhaft verschiedene Variationen. So, wir werden jetzt also sehen, dass es doch eine ganze Reihe von Problemstellungen gibt, denen man halt zunächst mal nicht ansieht, dass es kürzeste Pfade Probleme sind, aber dass sie doch in ihrer Natur irgendwie sowas ist. Und das Ganze ist natürlich nur beispielhaft, um zu demonstrieren, wie sowas aussehen könnte. Da habe ich natürlich als Beispiel eine Problemstellung hergenommen, die Sie aus der GDI2 kennen, in diesem Fall kürzeste Pfade. Also, ich denke mir auch, dass das ein besonders instruktives und hoffentlich auch halbwegs attraktives Beispiel ist. So, wir müssen uns klar darüber sein, was wir unter dem kürzesten Pfade-Problem verstehen. Denn Sie wissen aus der GD2, das gibt es in verschiedenen Varianten. Was wir hier betrachten, ist das, wie es auch im Navi beispielsweise definiert ist, wir wollen von A nach B. Sie wissen, Algorithmus von Dijkstra als Stichwort. Es gibt auch die Variante von einem Startknoten zu allen anderen Knoten, die Distanzen zu berechnen. Es gibt auch All Pair Shortest Path, also von jedem Knoten zu jedem anderen Knoten. Stichwort Algorithmus von Bellman-Ford, Algorithmus von Floyd-Warshall. Wir betrachten das eigentlich natürliche Problem. Wir haben einen Graphen, der kann gerichtet oder ungerichtet sein. Wir haben einen Distanzwert auf jeder Kante. Das kann die geschätzte Fahrtlänge sein, das kann der geschätzte Benzinverbrauch sein, das kann vielleicht die echten Kilometer sein, egal. Und wir haben Start- und einen Zielknoten. Und was wir wollen, ist in diesem Netzwerk, in diesem Graphen, in Bezug auf diese Längen einen kürzesten Pfad vom Start zum Ziel zu berechnen. Logisch. Das geht mit dem Algorithmus von Dijkstra sehr effektiv, sehr effizient auch. Sie wissen, dass der Algorithmus von Dijkstra jetzt nicht linearen Aufwand hat, aber mit Logarithmusfaktor und so weiter doch nicht so weit weg ist von der Linearität. Also in der Praxis ist das einfach sehr, sehr schnell. Sie können auch, ein wesentlicher Punkt dabei ist, dass Sie nicht den Algorithmus bis zum bitteren Ende durchrechnen lassen, sondern dann in dem Moment, wenn Ihr Zielknoten beendet ist, natürlich den Algorithmus beenden. Ja? Schönes Beispiel, einfaches Beispiel. Sie wollen von Darmstadt-Kannplatz zu dem Platz vorm Frankfurter Hauptbahnhof oder so etwas fahren und Sie haben das Kartenmaterial von ganz Europa, Asien und Afrika. Und natürlich in dem Moment, relativ früh,
wenn Frankfurt Hauptbahnhof, der Platz davor, beendet ist von dem Algorithmus, machen sie natürlich nicht mehr weiter. Denn sonst würde, wenn sie dem Algorithmus von Dijkstra weiterlaufen lassen, so wie sie von der GDI 2 erkennen, dann würde der natürlich bis Vladivostok, Singapur, Kapstadt durchlaufen, ohne mit der Wimper zu zucken. Und das wäre natürlich viel zu viel Aufwand. Sondern in dem Moment, wenn sie ihr eigentliches Ergebnis haben, stoppen sie. Das ist die Methode, die auch in jedem Navi der Welt in Variationen angewandt wird. Algorithmus von Dijkstra mit einem frühen Stopp, wenn eigentlich das Ergebnis feststeht. So, aber für Dijkstra brauchen wir auch diese nicht negativen Distanzwerte. Denn Sie wissen, in dem Moment, wenn auch nur eine einzige Kante einen negativen Wert hat, eine negative Länge hat, können wir nicht mehr sicher sein, dass der Algorithmus von Dijkstra das korrekte Ergebnis liefert. Dann müssen wir aufwendige All-Pairshortest-Pass-artige Algorithmen wie Bellman-Ford-Flood-Warschel anwenden. Ist halt so. Aber in den meisten Anwendungskontexten ist es auch so, dass die Distanzwerte nicht negativ sind. Gut. Hier noch ein bisschen Definition, die eigentlich aus der GDI-2 bekannt sein sollten, was ein Pfad ist, was die Länge eines Pfades ist, was ein kürzester Pfad ist. Ich glaube, das ist nur nochmal zum Nachschlagen. Das sollte Ihnen wohl vertraut sein. Sind ja auch sehr intuitive Dinge, über die wir da reden, wo man eigentlich nicht unbedingt eine Verschriftlichung benötigt. So, gut. Das hatten wir vorher schon im Zusammenhang mit OPL gesehen. Navi. Also Sie sehen, als ich die Folie zum ersten Mal gebastelt habe, war das Wort Navi noch gar nicht so allgemein verbreitet, dass es mir automatisch in den Sinn gekommen wäre. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich in dem Sinne schon Navis gab. Das ist schon. Bitte? 2007? Nee, die Folie, ja, aber hier. Das ist die letzte, diese Copyright 2007, das ist die letzte Überarbeitung die maßgebliche Überarbeitung des gesamten Foliensatzes. Nicht dieser einen speziellen Folie. Die ist schon ein bisschen älter, aus den 90er Jahren. So, erster kleiner Punkt dabei, der eins ganz wichtig zeigt, etwas, was Ihnen in Fleisch und Blut übergehen muss, beim Thema Modellierung allgemein, das hat auch über diese Vorlesung hinaus. Wenn Sie etwas modellieren in Form von etwas anderem, dann muss es hundertprozentig auf das andere passen. Sie dürfen sich nicht die Freiheit nehmen, da das andere noch ein bisschen allgemeiner zu formulieren. Das heißt konkret hier, der Algorithmus von Dijkstra kann nicht umgehen mit solchen Regeln, dass sie nur an einer Kreuzung nur in eine bestimmte Richtung abbiegen dürfen. Ja, also stellen Sie sich vor, Sie haben eine Implementation des Algorithmus von Dijkstra kompiliert und haben keine Möglichkeit, da im Code rumzufuschen. Das heißt also, Sie haben keine Möglichkeit, diesem Algorithmus irgendwas zu sagen, dass du an den und den Kreuzungen nur so und so abbiegen darfst, aber nicht so und so. Ja, also das ist zunächst einmal ein erstes einfaches Beispiel, wie es erstmal gar nicht geht, wie man erstmal Arbeit reinstecken muss, nicht viel Arbeit in diesem Fall, mit dieser Folie ist das schon erledigt, die ganze Arbeit, wie man ein bisschen Arbeit reinstecken muss, um es doch auf das Modell, für das man einen Algorithmus hat, zu transformieren. Und das geht in diesem Fall ganz einfach hier, dass Sie die Kreuzung nicht als einen einzelnen Knotenpunkt im Netzwerk modellieren, sondern als diese 8 Knotenpunkte nach einem offensichtlichen Schema, also für jede Straße, die keine Einbahnstraße ist, für die Reinrichtung in die Kreuzung einen Knoten, für die Rausrichtung, bei einer Einbahnstraße wäre dann nur eine von den beiden dabei. Und diese Verbindungen innerhalb von diesen 8 Knoten, die die Kreuzung darstellen, geben also die Möglichkeiten an, wie man von einer Straße in die andere einbiegen darf und wie nicht. Ja, Sie dürfen von hier aus nicht geradeaus fahren. Und Sie sehen, es gibt keine Möglichkeit, von diesem Knoten zu kommen. Natürlich hintenrum irgendwie über andere
Verbindung vielleicht wieder, kann sein. Aber diese Abbiegeregeln hier sind eingehalten worden, sind erzwungen durch die exakte Modellierung dieses Netzwerkes. Das wird uns jetzt gleich wieder begegnen, wenn es eine etwas wenn wir jetzt einen Anwendungsfall betrachten, der nicht so 1 zu 1 wie beim Navi, wie beim Straßennetz auf die Dijkstra-Situation transformierbar ist, sondern wo man noch ein bisschen überlegen muss. Zugverbindungen, ja gut, das ist das Schienennetz von irgendeinem Zeitpunkt mal, als ich diese Folie erstellt hatte, entnommen aus unserer nunmehr über 20 Jahre langen Kooperation mit der Deutschen Bahn, mit der Sparte Personenverkehr insbesondere. Was ist das Problem hier? Das Problem hier ist zunächst einmal, dass der Verkehr fahrplangebunden ist. Das heißt, Sie können nicht wie auf einer Straße, wenn Sie da mit einem Auto oder einem anderen Verkehrsmittel fahren, dass Sie einfach zu jeder Tages- und Nachtzeit die Straße benutzen können und zu jeder Tages-Nachtzeit von da nach da einbiegen können und so weiter, sondern Sie müssen auf den Fahrplan Rücksicht nehmen. Sie müssen zum Beispiel, wenn Sie von einem Zug in den anderen umsteigen, müssen Sie am Bahnhof warten, bis dieser andere Zug gefälligst kommt. Ja, also das macht die Sache ein bisschen komplizierter und halt die Richtung. Und das Bild da unten zeigt Ihnen einen Punkt in dieser Problematik. Also zunächst einmal, wie können wir das überhaupt ansetzen? Wie können wir überhaupt Verbindungen, Zugverbindungen, die Problemstellung, eine möglichst gute Zugverbindung zu finden, wie können wir das überhaupt ansetzen, das in das Modell von Dijkstra darauf zu reduzieren, um so dass wir dann also sowas wie Dijkstra laufen lassen können, um das Problem zu lösen? Naja, die Grundidee ist sicherlich naheliegend. Für jeden Bahnhof haben wir so eine Kette von Knoten. Also diese Knoten sind alle, die Kanten hier sind alle in Wirklichkeit gerichtet und zeigen nach unten. Der Übersichtlichkeit halber sind die Pfeile hier weggelassen in dem Bild. Also generell müssen Sie sich vorstellen, dass der Zeitstrahl vertikal nach unten geht in diesem Bild, sodass Sie also hier einen elementaren Zugbewegung von einem Bahnhof, von einem Stopp zum nächsten Stopp, also da, wo die Züge wirklich stoppen, nicht da, wo sie durchfahren, dass Sie das als eine solche Kante modellieren können, die in der Zeit vorwärts schreitet, also die nach unten geneigt ist, in diesem Bild. Dieses Bild hat natürlich keine Aussagekraft, ist nur zur Illustration. Und hier an diesem Bahnhof haben Sie dieses Ankunftsevent, dieses Ankunftsereignis für diese Zugbewegung. Und hier haben Sie, ich habe jetzt nur nichts weiter eingezeichnet als irgendwelche Abfahrtsereignisse an diesem Bahnhof, die dann von anderen Zügen oder auch von diesem Zug, der Zug fährt ja auch irgendwann mal weiter von diesem Bahnhof aus, möglicherweise, die dann von diesem Bahnhof aus zu anderen Bahnhöfen zu bestimmten anderen Zeiten gehen. Also wir betrachten jetzt hier noch gar nicht den Fall, dass Züge sich auch verspäten können, sondern wir betrachten nur den Fahrplan, also den Soll-Zustand, nicht den Ist-Zustand. So, und dann sehen Sie hier schon ein gewisses Problem darin, ein Modellierungsproblem. Sie haben an einem Bahnhof, denken Sie etwa an Frankfurt Main Hauptbahnhof, haben Sie natürlich minimale Umstiegszeiten. Also eine Mindestzeit, die man angeben muss, die man einhalten muss, um von einem Zug zu einem anderen zu kommen. Ja? Innerhalb des Bahnhofs selber gibt es da eine globale Umstiegszeit, die angesetzt wird mit 7 Minuten, 10 Minuten runter zum S-Bahnhof insgesamt. Wenn zwei Züge auf demselben Bahnsteig halten, dann gibt es dafür noch eine entsprechend für dieses Zugpaar spezifische
kürzere minimale Umstiegszeit und so weiter. Und da haben sie dann das Problem, ja, sie kommen hier an, den Zug können sie natürlich nicht mehr erreichen, der fährt ja ab, bevor sie ankommen. Der ist dementsprechend rot. Den Zug können sie auch nicht mehr erreichen, der fährt zwar ab, nachdem sie angekommen sind, aber die minimale Umstiegszeit, um dahin zu kommen, ist nicht eingehalten. So, jetzt haben Sie vielleicht einen Zug hier, den Sie erreichen können, weil der auf demselben Bahnsteig abfährt. Ja, da brauchen Sie bloß auf die andere Seite vom Bahnsteig zu gehen. Aber es fährt noch ein anderer Zug etwas später ab, im selben Bahnhof, der aber nicht erreichbar ist, weil Sie dafür von Gleis 1 auf Gleis 22 laufen müssten. Und dafür fährt er zu früh ab. Und ab einem gewissen Zeitpunkt können Sie alle Züge erreichen in diesem Bahnhof. Diese globale minimale Umstiegszeit. Das heißt, Sie haben hier ein Problem, was es in Dijkstra-Modell nicht gibt, was Sie erstmal daran hindert, hier drauf den Algorithmus von Dijkstra anzuwenden. Diesen schönen, schnellen Algorithmus von Dijkstra, der Ihnen da ratzfatz eine Lösung liefert. Das Problem ist, Sie können dem Algorithmus von Dijkstra ja gar nicht sagen, wenn Sie hier angekommen sind, also er sucht sich diese Verbindung und dann guckt er hier weiter. Sie können ihm ja gar nicht so eine weitere irgendwie sagen, dass er diese Zugverbindung hier, diese Umstiegsmöglichkeit nehmen darf, aber die später ist, darf er nicht nehmen. Das ist im Algorithmus von Dijkstra nicht vorgesehen. Im Dijkstra-Modell nicht vorgesehen, denn das Dijkstra-Modell, um das ganz klar nochmal zu sagen, das Dijkstra-Modell sagt einfach, gegeben ist ein gerichteter oder ungerichteter Graph, nicht negative Kantenlängen, Start und Ziel, Ende. Keine weitere Information im Dijkstra-Modell möglich. Und das wird auch auf dem dritten Übungsblatt dann für Sie die kleine Herausforderung sein, selbst dann irgendwelche solchen Komplikationen so zu modellieren, dass das Ergebnis äquivalent ist zur ursprünglichen komplizierten Situation, aber voll und ganz in dieses Dijkstra-Modell hineinpasst. Gegeben ein Graph, nicht negative Kantenlängen, Start und Ziel und Ende. Und gesucht ist ein kürzester Pfad gemäß dieser Kantenlängen in diesem Graphen. So, wie können wir das Problem hier lösen? Gehen wir mal hier, okay, das ist nochmal eine kleine Reminiszenz an den Ort, in dem ich damals an der Universität war, in Konstanz. Gut, gehen wir mal weiter. Hier ist die Lösung, beziehungsweise irgendwo, ja, hier stelle ich das gegenüber. Also ich habe jetzt wieder einfach Sachen übersprungen, die ich hier sowieso mündlich sage, die Sie dann nochmal in Schriftform, in systematischer Form nachschlagen können jederzeit. So, hier ist die Situation. Das ist das Bild, was ich eben gezeigt hatte hier. Zeige ich hier nochmal. Und das ist die Lösung für diesen konkreten Konflikt, der sich nicht, also in der Realität ist es kein Konflikt, aber für Dijkstra ist es halt ein Konflikt. Und die Lösung ist ein bisschen komplizierter, ist aber trotzdem einfach strukturiert, also lässt sich auch, denke ich, ganz gut durchschauen. Zumindest, wenn ich Ihnen dazu mündlich ein paar Erläuterung gebe. Also Sie sehen zunächst einmal, dass jeder Bahnhof jetzt nicht mehr durch eine solche Zeitachse dargestellt wird, sondern durch zwei. Diese neue Zeitachse ist nur dafür da, um diesen Bahnhof zu modellieren als mögliche Destination, als möglicher Zielbahnhof. Ja? Denn dort am Zielbahnhof kommen Sie natürlich genau in dem Moment an, wenn der Zug dort hält. Aber zu anderen Zügen, die an diesem Bahnhof abfahren, kommen Sie erst später. Deshalb diese Aufteilung in Bahnhof als Destination, wo Sie genau in dem Zeitpunkt ankommen, wo Sie eben physisch ankommen. Und um zu anderen Zügen zu kommen, da brauchen Sie die Umstiegszeit. Also das hier, diese Kette von Events, von Ankunfts- und Abfahrtsereignissen,
also oder jetzt von namenlosen Ereignissen, also wir gehen jetzt ein bisschen weg von der Logik, dass das alles Abfahrts- und Ankunftsereignisse sind, so ein bisschen jedenfalls, okay, das sind in gewisser Weise Abfahrtsereignisse. Das ist dieselbe Kette wie eben, die rechten hier überall, also insbesondere hier. Und Sie sehen, dass ein Zug jetzt modelliert wird durch mehr als eine Kante. Durch diese Kante vom Abfahrtsereignis, durch so eine Kernkante, ich glaube in den Folien nenne ich die Backbone, also Rückgrat, also ja, ich würde es im Deutschen als Kernkante dieser elementaren Zugverbindung von einem Stopp zum nächsten bezeichnen. Und von da aus gehen dann einzelne Kanten weiter ab, um die verschiedenen Situationen zu modellieren. Einmal auf gleicher Zeit, deshalb horizontal zur Destination. Einmal eine Kante zu jeder solchen grünen weiteren Zugverbindung hier, die noch im Graubereich drin ist. Also in dem Fall, in dem Bild ist nur eine einzige Zugverbindung, die grün ist, in diesem Graubereich drin, wo alles noch nicht hundertprozentig in trockenen Tüchern ist. Aber für jede solche Verbindung würde dann entsprechend eine Kante so rübergehen. Und hier geht dann nochmal eine Kante runter auf diese Kette am Bahnhof in das erste Abfahrtsereignis des grünen Bereichs, weil ab da ist alles erlaubt. Das heißt, ab da darf und soll auch alles erreichbar sein. Da müssen wir nicht mehr mit einzelnen Kanten zu einzelnen weiteren Verbindungen operieren, sondern wir können einfach mit einer Kante alle anderen grünen Verbindungen erreichen. Und Sie sehen, das können Sie nachverfolgen, hier im roten Bereich, die roten Verbindungen, keine von denen ist erreichbar von hier aus, aber alle grünen Verbindungen sind erreichbar, sowohl die im grauen Bereich als auch die im grünen Bereich. Und als Länge, als Fahrtlänge oder als sonstige Länge, Preis oder was auch immer, die packen wir hier auf diese Rückgratkante drauf und alle anderen Kanten haben dann Länge 0, sodass auch die Länge der, sodass die zu Wenn so eine Zugverbindung jetzt dadurch modelliert wird als ein Pfad in diesem etwas komplizierteren Graphen, dass dann auch die Längen wieder stimmen. Weil für jede Zugverbindung, die in diesem Pfad drin ist, ist ja zumindest die Rückgratkante drin. Ja, egal wie es jetzt hier weitergeht, es ist immer die Rückgratkante noch dabei. Und damit wird die Länge dieser Kante automatisch mitaddiert in die Länge des Gesamtpfades. Und Sie erhalten als Länge dieses Pfades genau die Länge der Zugverbindung in Form von Fahrtzeiten. Sie müssen natürlich dann noch hier, das hatte ich vergessen zu erwähnen, es stimmt nicht ganz, diese Kanten haben nicht unbedingt Länge 0, da habe ich das jetzt falsch gesagt, sondern die müssen natürlich die zeitlichen Abstand als Länge haben. Dann passt es wieder, wenn Sie die Fahrzeit hernehmen. Dann müssen Sie hier auf eine solche Kante diesen zeitlichen Abstand draufnehmen. Wenn Sie Fahrkosten hernehmen, das wird uns noch ein bisschen Kopfschmerzen machen, aber nehmen wir mal an, Fahrkosten wäre Summe der Kosten der einzelnen Elementarverbindungen, was natürlich in Deutschland nicht so der Fall ist, sondern in manchen anderen Ländern schon. Dann würde diese Kante natürlich Länge 0 haben, denn es verursacht keine Kosten, wenn Sie am Bahnhof stehen. Ist das Modell soweit klar geworden? Also wer hat das Gefühl, dass ihm das Modell klar geworden ist? Okay. Diejenigen, die sich jetzt nicht ganz gemeldet haben, und zwar nicht nur deshalb gemeldet haben, weil gerade ihre Finger am Laptop festgeklebt sind, lässt sich eine Frage formulieren, die Ihnen weiterhelfen könnte? Bitte. Hier, meinen Sie das? Also warum brauche ich diese zweite vertikale Linie? Weil ich muss ja irgendwie modellieren, dass ich an diesem Bahnhof, an dem Zeitpunkt, wo diese Verbindung ankommt, tatsächlich an diesem Bahnhof ankomme. Aber wenn ich jetzt diesen Pfeil, wenn ich jetzt nicht diese Unterscheidung in diese zwei vertikalen Linien hätte für den Bahnhof, dann müsste ich den Pfeil nach dahin ziehen und ab dahin ist alles erreichbar.
auch das Rote. Ich verstehe. Nein, für jede einzelne Verbindung hier, für jede einzelne solche schwarze Kante, die an diesem Bahnhof ankommt, gibt es hier ein Ankunftsereignis auf dem zeitgleich auf dem linken Strang. Ist noch nicht klar? Gut, meditieren Sie noch mal drüber. Es wird noch ausreichend Gelegenheit geben, dann noch mal eine konkretisierte Frage im Forum beispielsweise anzubringen. Forum ist immer für solche Fragen gut, weil dann bekommen alle Leute mit, dass da eine Frage gestellt wurde und was für eine Diskussion sich daraus entspannt. So, ansonsten konkrete Fragen an dieser Stelle mit dieser Modellierung? Das ist natürlich nicht das Ende der Geschichte. In manchen Ländern mit einem sehr einfachen System vielleicht schon, aber bei uns hier in Deutschland nicht. Also ein besonders komplexes Thema sind die Fahrpreise natürlich. Also wenn es um die Fahrzeiten geht, wenn Sie zu dem Reisendenprofil eiliger Geschäftsmann, eilige Geschäftsfrau gehören und Ihnen ist die Fahrzeit wichtig und alles andere ist unwichtig, weil die Firma sowieso alles zahlt und so, was weiß ich, dann sind wir eigentlich schon fertig mit der Modellierung, wenn die Fahrzeit das einzig Interessante ist. Aber wenn Sie eher zum Reisendenprofil armer Student, arme Studentin gehören, dann könnte es sein, dass Ihnen der Fahrpreis doch ein wenig nicht ganz unwichtig ist. Also, Sie haben ja gesehen, ich bin mal irgendwann von Berlin, von der TU Berlin an die Uni Konstanz gewechselt und da ist auch ein Student mitgewechselt, der jedes Wochenende von Konstanz dann nach Berlin gependelt ist und zwar möglichst billig. Damals gab es noch das schöne Wochenendticket für 2 Tage, für Samstag und Sonntag zu einem Preis. Der hat sich also ein schönes Wochenendticket jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende, glaube ich, nur gekauft. Mit dem Ergebnis, dass er effektiv in Berlin 5 Stunden Aufenthalt hatte und den Rest der Zeit auf Bahnhöfen und in Bummelzügen verbracht hat. Das, was man eben mit einem schönen Wochenendticket fahren darf. Also, das ist ein Extremfall von Reisendenprofil. Fahrkosten ist das absolut Wichtigste und Fahrzeiten, Bequemlichkeit und was man immer noch zusätzlich an Kriterien hinzunehmen könnte, spielen demgegenüber keine Rolle. Es gibt natürlich auch noch so ein Reisendenprofil, möglichst bequem. Ja, denken Sie an den alten Herrn oder die alte Dame mit 2 schweren Koffern, wo es da dann natürlich darum geht, möglichst wenig Umstiege zu haben. Und wenn es schon Umstiege gibt, dann wenigstens bequeme, vielleicht mit ein bisschen längerer Umstiegszeit. Zur Bequemlichkeit gehört aber auch natürlich, dass die Umstiegszeit nicht beliebig lang werden sollte. Also eine Stunde Umstiegszeit im Darmstadter Hauptbahnhof. Zu normalen Tageszeiten wird man sich sicherlich gefallen lassen. Aber eine Stunde Umstiegszeit um 4 Uhr morgens an einem gottverlassenen, dunklen Bahnhof, der nicht mal eine Wartehalle hat, ist vielleicht schon dann was anderes in puncto Bequemlichkeit. So, also bisher haben wir schnellste Verbindung betrachtet. Ja, wenn Sie, dafür wären wir eigentlich fertig. Aber für viele Kunden, nicht gerade für die Premium-Kunden der Deutschen Bahn, aber für viele Kunden der Deutschen Bahn sind die Fahrkosten sehr wichtig. Jetzt im Laufe der letzten Jahre sogar noch besonders wichtig geworden, wichtiger als damals, als ich die Folie erstellt habe, durch die neue Konkurrenz durch Fernbusse, die es früher laut Gesetz, ich glaube, es war gesetzlich ausgeschlossen, dass es die Fernbusse der Bahn Konkurrenz machen konnten. Das hat sich geändert und deshalb sind Fahrpreise inzwischen auch für die Deutsche Bahn noch wichtiger, also da vernünftige, attraktive Angebote zu machen als früher. Aber zumindest was manche Länder wie etwa Deutschland angeht, sind die Regeln für Fahrpreise sehr komplex und volatil, das heißt also, ändern sich auch schon mal. Die Logik ändert sich ja schon mal öfters mal. Das ist
dass es neue Angebote gibt oder andere Angebote wieder eingestellt werden. Früher gab es, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ein Guten Abend-Ticket hieß das. Ich glaube, ab 19 Uhr konnte man dann deutlich billiger reisen, auch in den teuren Zügen. Das gibt es meines Wissens nicht mehr, dieses Angebot. Und so weiter. Und wie man das als kürzeste Wege modellieren kann, ist alles andere als klar. Und das wird man wird es auch nicht hundertprozentig schaffen, sondern man wird nur fragen können, bis zu welchem Grad kann man Fahrpreise tatsächlich modellieren, etwa in einem Dijkstra-Modell. So, es gibt jetzt natürlich eine Möglichkeit, dass wir jede mögliche Verbindung als eine Kante im Graphen vom Start zum Ziel schon mal vorberechnen und speichern und die Fahrkosten als Kantengewichte speichern. Das war sogar ein bisschen, diese Folie war sogar ein bisschen hellseherisch, denn die Bahn unternimmt durchaus Anstrengungen hin zu einem Relationenmodell, wo der Fahrpreis bei gegebenen Zuggattungen IC, ICE tatsächlich nur von Start zu Ziel abhängt, nicht mehr von der genauen Route unter der Bedingung, dass die Route nicht einen bestimmten Korridor verlässt. Aber so ganz allgemein lässt sich das natürlich nicht durchführen, jede Verbindung einmal durchzurechnen. Das geht natürlich nicht. Also müssen wir ein bisschen, ich weiß nicht, ob Sie das Wort sophisticated im Englischen kennen. Ein bisschen smarter, ein bisschen klüger, ein bisschen ausgefuchstere Ideen brauchen wir hier. So, ein schönes Beispiel, typische Beispiele sind zunächst mal das einfache, ursprüngliche Modell, Kilometerpreise, dass der Fahrpreis für die Fahrkarte abhängig ist von den durchfahrenen Kilometern. Früher war das sogar noch auf den Fahrkarten aufgedruckt. Ich glaube, das ist, und es gab tatsächlich einen Kilometerpreis. Ich glaube, das gibt es nicht mehr, nicht? Dann gibt es natürlich irgendwelche Discounts, irgendwelche Sonderangebote, wie etwa 50%, Bahncard 50, Bahncard 25, oder ähnliches. Das Schweizer Halbtagsabo wäre dasselbe. Dann müssen eben die Kanngewichte, die Fahrpreise eben nur um die Hälfte reduziert werden. Das geht auch noch. Dann gibt es häufig in verschiedenen Situationen Aufschläge. Aufschläge, die man nur einmal zahlen muss. Ein Beispiel sind ICs. Intercities. Wenn Sie in einer Verbindung einen Intercity benutzen, egal wie lange, auch egal wie oft, also Intercity, dann zwischendurch eine S-Bahn und dann wieder Intercity, gibt es auch, zum Beispiel bis Heidelberg mit dem Intercity, dann mit der S-Bahn nach Karlsruhe, S3, und dann von Karlsruhe weiter mit dem Intercity. Dann benutzen Sie zweimal einen Intercity, aber Sie sollen nur einmal den Aufschlag bezahlen. Ja, ich will Ihnen das Problem versuchen, wieder zeichnerisch zu erläutern. So, eine neue Seite. Wir wollen ja schließlich nicht die ganzen Zeichnungen übereinander legen. Wenn Sie jetzt zwei IC-Kanten haben, zum Beispiel der Einfachheit halber nacheinander, aber es muss nicht sein. Wenn Sie zwei elementare Verbindungen, so, mit dem IC fahren. Oder vielleicht mache ich es noch mal anders. Ich lösche das alles noch mal. Ich glaube, das Bild kann ich noch ein bisschen besser zeichnen, sofern ich das hinkriege mit dem Löschen. Na, das wird alles als einzelne Striche gewertet. Muss ich alles einzeln löschen? Also das lässt sich bestimmt besser lösen, aber ich weiß jetzt nicht wie. So. Sie haben eine, warum zeichnet er es nicht?
Ach so, weil ich noch lösche. Logisch. Sie haben jetzt eine IC-Kante hier und Sie haben jetzt alles Mögliche dazwischen und noch eine IC-Kante hier. Und hier vom Start, hier ist irgendwo Start, hier ist irgendwo Ziel. Und jetzt kann es ja verschiedene Möglichkeiten geben, wie Sie diese, ob Sie beide IC-Kanten durchlaufen oder nur eine. Es könnte sein, dass Sie eine Verbindung haben, die hier lang geht, so, und dann nur diese IC-Kante hier durchläuft, nur eine von den beiden. Oder Sie können eine andere Verbindung haben, die beide IC-Kanten durchläuft. Und die eine Verbindung, die nur eine, wenn Sie da auf jede Kante den IC-Zuschlag draufsetzen würden, dann wäre das so, dass die eine Verbindung, die nur die eine Kante durchläuft, die eine IC-Kante durchläuft, diesen IC-Zuschlag einmal bezahlt, so wie es richtig ist. Aber die andere Verbindung, die beide IC-Kanten durchläuft, bezahlt den IC-Zuschlag zweimal, wie es falsch ist. Man muss sich also Gedanken dazu machen. Es wird wohl das Netzwerk etwas komplizierter sein müssen, um dafür zu sorgen, dass jede Verbindung, die mindestens einen IC-Kante enthält, genau einmal und nicht öfters den Zuschlag zahlt. Ist die Problemstellung klar? Schön, das ist Aufgabe 1 auf dem dritten Übungsblatt, das zu modellieren. Ich glaube nicht, dass es schwer ist. Wenn man einmal den Dreh raus hat, dann ist es ganz leicht, wie immer. Wichtig ist auch hier wieder, das Endergebnis muss wirklich ins Dijkstra-Modell hineinpassen. Ja? Gerichteter Graph, in diesem Fall ein gerichteter Graph, nicht negative Kantenlängen und Start und Ziel und keine weiteren Informationen, die der Algorithmus bekommt. Ja, Sie können dem Algorithmus nicht sagen, in der Situation soll die Kante so und so viel kosten und in der anderen Situation soll die Kante so und so viel kosten. Das können Sie dem Algorithmus nicht sagen. Sie müssen es modellieren durch ein etwas komplizierteres Netzwerk. So viel dazu. Aber keine Sorge, das haben bis jetzt alle geschafft, das zu modellieren. So. Okay, also sehen Sie hier Left as an Exercise, das ist Aufgabe 3.1. Ja, noch eine Frage? Das, was Sie modellieren sollen und was auch der Realität bei der Bahn entspricht, ist, dass Sie, wenn Sie überhaupt irgendwann auch nur eine kleine Strecke, auch nur eine Minute IC fahren, dann zahlen Sie den vollen Aufschlag. Und zwar egal, wie oft Sie in einen IC zwischendurch einsteigen, egal, wie lange Sie in diesem IC sind. Sie können im IC bis nach Vladivostok fahren, dann in der S-Bahn umsteigen und dann mit dem IC nach Singapur weiterfahren. Können Sie natürlich nicht, aber selbst dann würden Sie den Aufschlag nur einmal bezahlen. Frage geklärt? Okay. Ja, das gibt es natürlich auch andere entsprechende, wie Nachtzüge oder sowas, auch mit entsprechenden Aufschlägen. Wobei bei Nachtzügen noch der Punkt ist, dass sie, da taucht das Problem nicht auf, weil es von vornherein keine Verbindungen angeboten werden, wo sie in der Nachtkernzeit umsteigen sollen, von einem Nachtzug in den anderen. Das gibt es nicht. Also da taucht das Problem in dem Form nicht auf. So, es gibt noch andere Beispiele. Da will ich jetzt nur dazu sagen, das ist jetzt keine Aufgabe auf einem der Übungsblätter. Ist sehr ähnlich, die Lösungsidee ist sehr ähnlich zu der Lösungsidee mit dem IC-Zuschlag, weil die Problemstellung ist, wenn man sehr abstrakt betrachtet, sehr ähnlich ist. Sie haben zum Beispiel, wenn Sie mehr als 100 Kilometer weit wegfahren, dann haben Sie da City automatisch drin im Zug, in der Fahrkarte, beziehungsweise Sie können sich das auch dazu kaufen für billig Geld, für relativ billig Geld, billiger, gehe ich mal von aus, als wenn Sie dort vor Ort für den öffentlichen Nahverkehr in der Zielstadt eine Fahrkarte lösen würden. Ja, das heißt, eine ähnliche Situation, es hängt davon ab, was Sie sonst noch so auf der Fahrstrecke haben, ob Sie jetzt für öffentlichen Nahverkehr in Ihrer Zielstadt den normalen Preis zahlen, zum Beispiel eben, wenn Sie
wenn sie eben gar nicht mit der Bahn, mit der Deutschen Bahn über längere Strecken mit hochpreisigen Zügen dahin gekommen sind. Aber wenn sie damit dahin gekommen sind, dann haben sie andere Kosten. Billigere Kosten, denke ich mal nun aus. So, die interessante Frage ist hier auch, wie können wir, wenn wir das versuchen, über solche Transitionskanten wie bei dem Umstiegen zu modellieren, wie können wir da die Datenexplosion vermeiden? So, und damit sind wir hier mit dem Zug durch, mit den Zügen. Mehr will ich an dieser Stelle nicht sagen. Also im Übungsblatt 3, das sind drei Aufgaben, da geht es rund um das Thema Züge, Bahn und Algorithmus von Dijkstra. Also genug Gelegenheit, um sich da beispielhaft in dieses Anwendungsszenario hineinzufuchsen. Ich will nur eins dazu sagen. Natürlich ist es so, dass sämtliche Fahrplan-Verbindungsauskunftsberechner, die Ihnen irgendwelche Verbindungen heraussuchen, egal ob jetzt bei der Deutschen Bahn oder sonst wie, natürlich basieren die tatsächlich alle auf Variationen des Algorithmus von Dijkstra. Variationen, in denen Dinge, die nicht modelliert werden können in diesem Dijkstra-Modell oder wo es zu ineffizient ist, die in dieses Modell hineinzubringen, wo man es zwar könnte, aber es wäre nicht die effizienteste Möglichkeit, wo die dann tatsächlich durch die Variation des Algorithmus ausgedrückt werden. So, gibt es zum Thema Bahn noch hier irgendwelche Fragen? Ich sollte vielleicht nur dazu sagen, dass wir da immer wieder Abschlussarbeiten anbieten aus diesem Projekt heraus. Durchaus nicht nur für Studierende der Informatik, sondern beispielsweise auch Mathematik oder andere informatiknahe Studienrichtungen. Also wenn es Sie interessiert, kommen Sie da gerne auf mich zu. Also wir haben jetzt keine Liste von Abschlussarbeitsthemen, aber wenn Sie Interesse haben, dann werden wir immer im Konsens, im gegenseitigen Einvernehmen ein Abschlussthema für Sie aushandeln können oder Studienarbeitsthema, Praktikumsthema, was immer die Art von Leistung ist, die Sie interessiert. Gut, genug Werbung gemacht. So, das hatten wir schon beim ersten Termin mal kurz raufgeschaut. Will ich nur noch mal kurz in Erinnerung bringen, auch weil ja der erste Termin nicht aufgenommen worden ist, leider. Das ist die Problemstellung ganz allgemein. Ein künstliches Beispiel hier. Sie wollen, abstrakt gesehen ist, Sie haben zwei Strings über einem Alphabet und Sie wollen die miteinander vergleichen. Und zwar sozusagen, das wird hier angedeutet durch diese Verbindungen, die sich nicht kreuzen, also die Reihenfolge wird gewahrt. Sie wollen möglichst viele Übereinstimmungen finden zwischen den beiden Strings. Man kann es auch so ausdrücken, Sie wollen hier möglichst wenige Zeichen aus dem einen bzw. aus dem anderen herausstreichen müssen, um von beiden Strings auf denselben gemeinsamen Teilstring zu kommen. Ich denke, das ist eine leicht verständliche Problembeschreibung. An diesem Beispiel zeigt sie, also das Beispiel reicht, denke ich, um die Problemstellung vollständig unmissverständlich zu definieren, nehme ich doch mal an. So, diese Problemstellung wollen wir lösen. Ein Optimierungsproblem. Wir wollen ja eine Paarung hier finden, sodass es möglichst viele Paare gibt. In dem Sinne Optimierung. So, wenn Sie jetzt irgendwie ad hoc an die Sache rangehen, einfach nur durch dieses Beispiel schon demonstriert, das klappt nicht. Damit werden Sie im Allgemeinen nicht die Optimallösung finden, Sie werden im Allgemeinen nicht mal eine gute Lösung unbedingt damit finden. Also ad hoc zum Beispiel hier. Sie nehmen sich die erste Möglichkeit, hier die linkeste Position mit irgendwas zu paaren. Das wäre die Möglichkeit hier, weil die Möglichkeit A zu paaren wäre weiter nach rechts.
Und dann nehmen Sie hier, jetzt können Sie, jetzt haben Sie ATT ausgeschlossen, jetzt können Sie gucken, was ist die beste Möglichkeit, hier das G weiterzupaaren oder hier die nächste, das A weiterzupaaren, ist das das günstigste und so weiter und so fort. Das ist der Algorithmus hinter diesem, der Ad-Hoc-Algorithmus hinter diesem Bild und hinter diesem Bild der Ad-Hoc-Algorithmus, muss ich gestehen, habe ich wieder vergessen. Aber wie funktioniert der? Sie fangen an mit derselben Paarung, C und C hier, haben ATT ausgeschlossen und dann gucken Sie an, ach so, hier müssen Sie nicht so weit nach rechts greifen von dem A aus wie von dem G aus, also wählen Sie in diesem zweiten Ad-Hoc-Ansatz diese Paarung aus und so weiter. Ich habe das Beispiel natürlich gerade so konstruiert, dass es gerade möglichst schief geht, zu Illustrationszwecken, weil das eine, der obere hier ein Suffix vom unteren String ist. Das heißt, in dem Fall können Sie leicht ablesen, was die optimale Paarung wäre, nämlich genauso, die ist genauso groß wie der obere String. Frage? In welchem Kontext habe ich jetzt von am weitesten rechts? Am wenigsten weit rechts hätte ich jetzt meinen wollen. Sie wählen das aus, was am wenigsten hier abschneidet. Also wenn Sie hier eine Verbindung ziehen, dann haben Sie ATT abgeschnitten. Oder wenn Sie hier diese Verbindung ziehen, dann haben Sie hier unten alles abgeschnitten, können Sie nicht mehr paaren, weil Sie ja die Paarungskanten nicht kreuzen dürfen. Was wäre die Alternative, was? Tschüss. Ich vergleiche es noch mit gar nichts. Ich sage nur, das sind zwei verschiedene, leicht verschiedene Möglichkeiten, wie man versuchen kann, das ad hoc das Problem zu lösen, also ohne viel nachzudenken, mit einer einfachen Strategie. Und ich will an diesem Beispiel einfach demonstrieren, dass diese Ad-Hoc-Strategie nicht unbedingt zu guten Ergebnissen kommen. Ich weiß nicht, ob ich damit jetzt Ihre Frage beantwortet habe. Im zweiten Ansatz, da passiert hier dasselbe wie hier, weil die Paarung schneidet weniger ab als die Paarung von dem linkesten hier oben A. Und dann wird hier geschaut, wie weit schneidet das hier ab und wie weit schneidet hier das G und hier. Also hier ist einfach die Entscheidung andersrum gefallen. Hier ist die Entscheidung so rumgefallen, dass hier von den Verbliebenen weniger abgeschnitten wird als hier. Wenn hier das A gepaart wird, wird hier mehr abgeschnitten. Und hier ist die Entscheidung nach einer anderen Regel gefallen, dass hier dass das Ungleichgewicht zwischen den beiden nicht noch weiter verstärkt wird. Aber ich würde mich jetzt gar nicht, ehrlich gesagt, gar nicht auf diese Ad-Hoc-Ansätze konzentrieren wollen. Weil es geht ja nur da, es geht ja jetzt darum, eigentlich genau was Besseres hinzukriegen. Ist das okay? Gut, weitere Fragen hier? Okay, wie können wir es besser machen? Das haben wir schon gesehen. Wir nehmen uns die beiden Strings her. Vielleicht nur ganz kurz, warum ACGT? Ich glaube, ich hatte es beim ersten Termin erwähnt. Das sind die Kürzel, die Anfangsbuchstaben der vier Bestandteile in der DNA, in der tatsächlich die Information abstrakt gesehen als String kodiert ist. Und deshalb, wenn man das können Sie ja mal sehen, Sie haben ja oft genug DNA-Sequenzen mal so beispielhaft gesehen. Sie sehen die typischerweise. Wenn es um die Information darin geht, sehen Sie typischerweise die kodiert mit den vier Buchstaben ACGT. Ich habe keine Ahnung mehr, wie die vier Bestandteile, die chemischen Bestandteile heißen. Ich weiß, kann mich nur dunkel erinnern, dass die sehr komplizierte Namen hatten. So, was passiert hier? Also Sie sehen die roten Kanten erst einmal, bilden ein Netzwerk, induziert aus diesen beiden Strings auf sehr natürliche, offensichtliche Weise, dass sie für jedes Paar hier so eine Zelle haben, so einen Gittergrafen,
gerichtete Kanten nach rechts und nach unten. Und da, wo Sie eine Übereinstimmung haben, zwischen dem Zeichen hier und dem Zeichen hier, haben Sie eine grüne Kante. Und die Logik ist, wir geben den roten Kanten, beispielsweise jeder roten Kante, den Wert 1 und jeder grünen Kante zum Beispiel den Wert 0. Es bietet sich an, bei den roten Kanten immer bei allen roten Kanten denselben Wert zu nehmen, obwohl es nicht zwingend notwendig ist. Man kann das ein bisschen aufweichen, aber dafür gibt es keinen Grund. Zum Beispiel den Wert 1 und bei allen grünen Kanten auf jeden Fall auch immer denselben Wert zu nehmen, zum Beispiel den Wert 0, sodass auf jeden Fall die Länge der grünen Kante kürzer ist als die Länge von zwei roten Kanten, als die Länge von den beiden. Das heißt also, wenn der Algorithmus die Wahl hat, diese Kante zu nehmen, die grüne, oder die beiden roten, um vom selben Punkt zum selben Punkt zu kommen, dann wählt er die grüne, weil sie kürzer ist als die beiden roten zusammen. Das ist die Anforderung, damit das Ganze funktioniert. So, jetzt gehen wir gleich mal weiter. Hier auf dieses Bild, wo Sie die 1:1-Korrespondenz sehen. Das sind die Kantenlängen. Also wir haben das Netzwerk definiert, einen gerichteten Graphen. Wir haben die Kantenlängen eben definiert. Und es fehlt noch Start und Ziel. Und Sie sehen, Start ist oben links, Ziel ist unten rechts. Und wir suchen einfach einen kürzesten Pfad von oben links nach unten rechts. Und alle diagonalen Kanten, die machen wir zu solchen Paarungsverbindungen. Und Sie sehen, wenn wir hier einen Buchstaben überspringen, wie das G hier, dann haben wir tatsächlich den Übersprung, indem wir die entsprechende vertikale Kante genommen haben. Und wenn wir beispielsweise das A hier überspringen, dann haben wir eine horizontale Kante, mit der wir dieses A übersprungen haben. Wir haben auch irgendwo die Situation, wo wir beides mal überspringen, oder? Ja, genau hier. A und C überspringen wir. Da sehen Sie einmal das C übersprungen, einmal das A übersprungen mit einer vertikalen und einer horizontalen Kante. Und da, wo Sie eine Paarung haben, da haben Sie die diagonalen Kanten. Ist diese Korrespondenz zwischen einem Pfad, wir müssen ja gar nicht vom kürzesten Pfad reden, zwischen irgendeinem Pfad von oben links nach unten rechts und irgendeiner Paarung hier drin klar geworden? Ja, nicht? Weil die Diagonalen induzieren genau die Paarungen, die Paarungen induzieren genau die Diagonalen. Also machen Sie sich klar, wenn Sie irgendeine Paarung hernehmen und hier die Diagonalen, die zu dieser Paarung gehören, schwarz färben, dass Sie dann auf jeden Fall diese schwarz gefärbten Diagonalen zu einem schwarz gefärbten Pfad von A nach B erweitern können, indem Sie die übersprungenen Zeichen entsprechend durch vertikale bzw. horizontale Kanten ausdrücken. Ja, wir haben eine absolute 1:1-Entsprechung zwischen beidem. So. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wenn ich jetzt einfach so weitergehen würde, ob Sie überhaupt in Zweifel ziehen würden, dass der kürzeste Pfad tatsächlich die maximale Paarung hier ergibt. Wenn ich jetzt einfach kommentarlos weitergegangen wäre, ob Sie das überhaupt in Zweifel gezogen hätten. Will ich jetzt auch nicht weiter nachfragen, es ist auch müßig. Das lässt sich im Nachhinein natürlich nicht mehr sagen. Wir müssen uns schon ein bisschen, es ist so, ja, aber wir müssen uns schon ein bisschen was dazu überlegen, warum das so ist. Und zwar, also, interessanter Punkt ist, dass ich das öfters mal auch in Prüfungen frage und dass die Studierenden dann, die Prüflinge, öfters mal keine adäquate, gescheite Antwort wissen, obwohl es thematisiert wird in der Vorlesung, auch in den Folien, trotzdem da keine gescheite Antwort wissen, weil, nehme ich mal an, weil ihnen das so offensichtlich zu erscheint, plausibel erscheint, dass es so ist, dass es eine 1:1-Korrespondenz ist, dass sie da gar nicht weiter nachgedacht haben. Meine Antwort, wenn jemand mit Plausibilität argumentiert, ist immer dieselbe. Nichts ist so plausibel wie die Tatsache, in Anführungszeichen, dass die Sonne sich einmal in 24 Stunden um die Erde dreht. Ne? Nichts ist so plausibel wie das. Also Plausibilität ist ein gefährliches Argument.
Sie wissen natürlich, also sie sind von frühester Kindheit an daran gewöhnt, dass es nicht so ist. Aber wenn sie nicht von frühester Kindheit daran gewöhnt worden wären, dann würden sie das so selbstverständlich ansehen, dass sie da ja, nicht, dass sie da überhaupt nicht auf die Idee kämen und wahrscheinlich jeden als Ketzer verbrennen würden, der das anzweifelt, nicht? Wie es ja diversen Leuten passiert ist in früheren Zeiten. So, wir müssen uns da noch ein bisschen Gedanken dazu machen, warum das so ist. Denn es funktioniert nur deshalb, weil wir so eine starre Gitterstruktur haben. Ja? Wenn der Graph ein bisschen anders aussehen würde, dann würde das Argument dieser 1 zu 1 Entsprechung in der Länge kürzester Fahrt gleich maximale Paarung nicht stimmen. Nochmal zurück zu den Prüfungen. Manche Leute antworten dann spontan, naja, weil eine maximale Anzahl von Kanten mit der kürzeren Länge genommen worden ist. Das ist natürlich kein valides Argument, denn wieder neue Seite. Denn beispielsweise können Sie einen einfachen Graphen zeichnen mit zwei Pfaden vom Start zu Ziel. Dem gebe ich Länge 2 jeweils. Nein, das soll auch eine 2 sein, Entschuldigung. Also verschwinde. So, jetzt muss ich hier bei meinem Gekritzel das überkritzeln. So, und hier Länge 3. So, und der Pfad mit maximaler Anzahl von kürzesten Kanten ist offensichtlich nicht der kürzeste Pfad. Also das Argument sticht nicht, was ich öfters mal in Prüfungen zu hören bekomme. Aber dieses Bild zeigt schon, woran das liegt und dass das bei dieser Gitterstruktur eben anders aussieht. Bei der Gitterstruktur haben Sie nicht so eine Situation. Und wie man dann argumentieren kann, ist ganz einfach. Also ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, aber diese Bilder sind, soweit sie bisher erstellt worden sind, als PDF auch in Moodle hochgeladen. Also Sie müssen das nicht nur hier in der Aufzeichnung sich angucken, sondern Sie können sich die Bilder alleine angucken. Also separat von der Aufzeichnung und der Titel sagt immer, auf welche Folie sich das bezieht. So, wir geben mal an, m gleich die Länge erster String, n gleich Länge zweiter String. Und für einen Pfad P soll K von P sein gleich Anzahl Diagonalen in P. So, das ist die. So, mit diesen drei Werten können wir sofort die Gesamtlänge des Pfades P von oben links nach unten rechts ausdrücken. Eben, wenn wir die grünen Kanten, die Diagonalen, denen Länge 0 geben und den roten Kanten, den horizontalen Vertikalen Länge 1 geben. Denn was passiert denn, wenn ein Pfad gar keine Diagonalen hat? Welche Länge hat er dann? Bitte? M plus n hat er dann. So, und wenn er jetzt ganz allgemein k von p viele Diagonalen hat, welche Länge hat er dann? Bitte? Ein m und ein n weniger für die Diagonale? Nicht ganz, oder? Ja? Ja, einmal nicht, oder? Moment, 0? Die Gesamtlänge des Pfades, die ist doch nicht 0, oder? Wenn Sie k von p verschiedene Diagonalen in dem Pfad drin haben.
minus 2 k von p, ne? Minus 2 mal k von p. Und damit sehen Sie schon, da haben wir die Entsprechung. Dieser Wert, diese Länge, ist monoton fallend, streng monoton fallend in der Anzahl der Diagonalen. Je mehr Diagonalen, umso kürzer der Pfad. Und da haben Sie die 1:1-Entsprechung. Je mehr Diagonalen, umso größer die Paarung, umso mehr Elemente in der Paarung drin und umso kürzer der Pfad. Der kürzeste Pfad ist wegen dieser Formel, die entspricht der Paarung mit der maximalen Anzahl von Paaren drin. Geht aber nur, diese Formel gilt nur, weil wir diese spezielle Gitterstruktur haben. Sonst, im Allgemeinen, würde diese 1:1-Entsprechung nicht gelten. Also Sie sehen, das Offensichtliche ist manchmal doch nicht so offensichtlich. Und oft genug ist das Offensichtliche auch falsch. In dem Fall zum Glück nicht. Sonst hätte ich das ja nicht aufgenommen hier. Wobei auch ich nicht dagegen gefeit bin, natürlich irgendetwas für offensichtlich zu halten, was in Wirklichkeit falsch ist. Das kann mir genauso gut passieren wie anderen Menschen auch. Vielleicht bin ich ein bisschen mehr sensibilisiert in mathematischen Dingen. Sollte ich vielleicht als Sie. Aber das ist natürlich nicht 100%. So, halt. So, und damit sind wir mit diesem Beispiel schon durch. Alles, was Sie da an Folie noch sehen, ist, was wir jetzt übersprungen hatten, es sind alles Sachen, die Sie halt nachlesen können, Sachen, die ich jetzt hier dargestellt habe, also die ich mündlich bzw. auf dem Zeichenbrett dargestellt habe. So, dieses Beispiel hatten wir auch schon so als ein Appetizer im ersten Termin. Das ist tatsächlich der Algorithmus, den Don Knuth ursprünglich in Tech implementiert hat zum Zeilenumbruch im Rahmen eines Absatzes. Und in raffinierterer Variation ist das immer noch der Algorithmus von Tech. Bitte? Nochmal eine Frage zu dem Beispiel von eben hier. Sie haben kurze Worte A, B und B, A. Dann ist offensichtlich das beste Matching entweder A mit A oder B mit B. Gut, sollen wir dieses Beispiel mal durchgehen? Sie haben zwei verschiedene. Ja, ja. Der kürzeste Pfad ist ja allgemein nicht eindeutig. Sie können mehrere haben. Aber mit dieser Entsprechung, mit der Formel, ich war etwas ungenau in der Formulierung. Jeder kürzeste Pfad entspricht einer maximalen Paarung und jede maximale Paarung entspricht einem kürzesten Pfad. Ist damit die Frage geklärt? Ich bitte um Nachsicht, dass ich da selber wieder... Ich bemühe mich darum, immer meine Formulierung so zu bauen, dass klar wird, es geht um eine optimale Lösung und nicht um die optimale Lösung, weil es nun mal im Allgemeinen nicht die optimale Lösung gibt, sondern mehrere. Habe ich jetzt selber wieder, mich selber wieder in die Falle reingetappt. Danke für den Hinweis. So, also sind wir jetzt bei dem Beispiel. Sie haben einen Absatz, der besteht in diesem einfachen Beispiel nur aus einem Satz. Aber im Allgemeinen braucht man nicht darüber zu reden, was Absätze ganz allgemein sind. Und Sie sehen hier drei typische Möglichkeiten, die Sie sicherlich schon des Öfteren gesehen haben, wie man einen solchen Absatz generell formatiert, also wie das überhaupt dann aussieht. Entweder, dass Sie zum Beispiel linksbündig und rechts mit Flattersatz das modellieren oder links- und rechtsbündig mit Sperrdruck, entweder dass das Sperrdruck nur zwischen den einzelnen Wörtern ist oder dass sogar ein kleiner Sperrdruck innerhalb jedes Wortes ist. Sie sehen solche komischen Phänomene natürlich insbesondere beispielsweise, wenn Sie wie in Zeitungen, Zeitschriften mehrspaltige Texte haben und dann ist da noch irgendwie ein Foto oder ein Bild so reinplatziert, dass die Spalte verengt wird, aber immer noch weitergeht. Ja, sowas kennen Sie. Und weil jetzt plötzlich der Platz so eng wird, dass kein ordentlicher Spielraum mehr da ist, passieren dann solche Effekte. Ich nehme an, das haben Sie alles schon mal des Öfteren gesehen. Solche Effekte. So, und der Absatz soll jetzt, egal nach welcher
nach welcher Layout-Form. Ist für unsere Problemstellung sogar egal. Soll möglichst schön mit möglichst wenig solcher Hässlichkeit drin formatiert werden. Und Sie sehen schon hier an dem Beispiel, egal welche Layoutform gewählt wird, das ist ja im Wesentlichen determiniert, die Schönheit einer Zeile oder die Hässlichkeit einer Zeile ist im Wesentlichen determiniert durch ihre Länge. Nicht? Also es wird hier bei 2 und 3 nochmal ganz deutlich, je kürzer eine Zeile ist, umso hässlicher ist sie. Wie jetzt genau die Hässlichkeit einer solchen Zeile definiert ist, da hat sich der Don Knuth, den kennen Sie doch, oder? Also mindestens als Erfinder von Tech. Tech kennen Sie hoffentlich. Die Basis unter anderem von LaTeX. Von Hause aus war Don Knuth ein Algorithmiker. Und also ganz von Hause aus, oh, was ist mit dem Beamer los? Ganz von Hause aus Mathematiker, also genau dasselbe wie ich. Erst Mathematiker, dann Algorithmiker. Ich will nicht behaupten, dass es noch weitere Gemeinsamkeiten gibt. Das wäre zu unbescheiden. Und weil es ihn genervt hat, da immer mit den Textsatzmöglichkeiten, die er damals in den 60er Jahren hatte, ja, ist er hingegangen und hat sich sein eigenes Textsatzsystem gebaut, um seine Artikel bequemer schreiben zu können. Nicht typische Informatikersicht eigentlich nicht. Wie baut man eine Lösung für ein anstehendes Problem? Naja, man arbeitet ein Jahr lang eine super-duper Lösung aus, die alle Probleme der Welt lösen kann, und damit löst man dann sein Problem, mit dem man da zugange war. Okay, das ist natürlich etwas überspitzt, aber vielleicht auch nicht ganz falsch. Hat sich natürlich dabei sehr viel mit Textsatz, mit Schriftsatz, Experten, mit Buchdruckern und so weiter zusammengesetzt. Das war ja damals noch ein Beruf. Davon gab es ja eine ganze Menge Leute. Es ist heute immer noch ein Beruf, aber irgendwie, naja. Und hat dann entsprechende Regeln definiert in Tech, wie so eine potenzielle Zeile zu bewerten wäre, abhängig auch von der Länge nicht nur, sondern auch natürlich von der Schriftart und was weiß ich was alles. Und das sind jetzt die Längen unserer Kanten. So, und das ist der Graph für dieses Beispiel. Ich habe mir unendlich viel Mühe gegeben, es hat mich damals viel Zeit gekostet, ein Layout für diesen Graphen zu finden, der noch halbwegs übersichtlich ist. Und das ist das Ergebnis. Also diese komische Schneckenform oder wie man das nennen will, hat keine Aussage. Es ist einfach nur da, dass es halbwegs gut noch sichtbar ist. Was ist die Logik? Sie haben einen Knoten für jedes Wort. Also hier in diesem Beispiel habe ich jetzt Silbentrennung ausgelassen. Es wäre nicht schwer, jetzt Silbentrennung da einzuführen, auch mit irgendwelchen Sonderregeln wie Trennen IST und so. Die gibt es ja auch nicht mehr, nicht? Die gibt es schon seit über 20 Jahren nicht mehr, ist immer noch für mich irgendwie, naja. Also haben Sie mal zur Kenntnis genommen, dass es mal ungefähr, glaube ich, 93, 94 müsste das gewesen sein, eine Rechtschreibreform gab. Und dass das, was Sie gelernt haben in der Schule, vorher doch ein bisschen anders war? Ja, nicht? Aber Sie mussten sich nicht umstellen, nehme ich mal an, sondern Sie haben es gleich in der neuen Form. Ja. Gut. Also ich bitte um Nachsicht, wenn ich öfters mal Sachen schreibe nach der alten Rechtschreibung. So richtig angekommen bin ich, wie wahrscheinlich die Mehrzahl in meiner Generation, nicht in der neuen Rechtschreibung. Gut, ein Knoten für jedes Wort. Silbentrennung hier in diesem Beispiel mal ausgelassen. Eine Kante besagt, dass diese beiden mit der Kanten verbundenen Wörter in untereinander stehenden Zeilen jeweils das erste Wort sein könnte. Also unexpected, gehen wir mal zurück. Unexpected shortest sind zwei Wörter unmittelbar untereinander als Anfangswörter der Zeile und sind deshalb mit einer Kante verbunden. Oder andersrum gesagt, unexpected example of passt in eine Zeile, sodass shortest dann die nächste Zeile aufmachen könnte. Und weil unexpected example of
in eine Zeile reinpasst, sind unexpected und shortest mit einer Kante verbunden. Ja, das ist die Logik. Eine Kante verbindet zwei Wörter, die unmittelbar untereinander die ersten Wörter ihrer jeweiligen Zeile sein können. Dann brauchen wir allerdings noch ein Ende, um sozusagen das erste Wort der nächsten Zeile nach diesem Absatz zu modellieren. So, wenn wir das so modelliert haben und auf diesen Kanten kommen dann immer diese Hässlichkeitswerte drauf. Also auf die Kante von unexpected nach shortest kommt der Hässlichkeitswert der Zeile gebildet aus unexpected example of. Ja? Unexpected example of ist eine Zeile, wenn unexpected und shortest untereinander stehen. In unmittelbar aufeinanderfolgenden Zeilen. So, wenn ich jetzt den kürzesten Pfad von unexpected nach Ende berechne, dann heißt es, dass ich in Summe über alle Zeilen genommen die Hässlichkeitswerte minimiert habe. Nicht für eine einzelne Zeile habe ich den Hässlichkeitswert minimiert, aber für die Summe aller Zeilen habe ich den Hässlichkeitswert minimiert, weil das ist ja die Logik eines kürzesten Pfades, die Summe der Hässlichkeitswerte. Ich habe nicht vorgegeben, wie viele Zeilen dieser Absatz dann haben wird. Ja? Je nachdem, wie viel Kanten ich durchlaufen muss, wird der Absatz entsprechend viele Zeilen haben. Ich will nur den Hässlichkeitswert minimieren. Das ist natürlich nicht das Ende vom Lied, weil immer noch diverse Hässlichkeiten drin vorkommen können, die hiermit nicht abgefangen werden. Zum Beispiel, wenn man nicht darauf achtet, wenn das Textsatzsystem nicht darauf achtet, dann kann es schon mal passieren, dass Lücken zwischen zwei Wörtern ganz leicht versetzt oder gar nicht versetzt, aber meistens ganz leicht versetzt, so untereinander so Ketten bilden. Das sieht man allgemein als hässlich an. Ja, es sieht so aus, als ob da eine Spalte im Text wäre, die sich durch die Zeilen hindurchzieht. Die meistens natürlich nicht gerade vertikal geht. Das wäre zu viel des Zufalls, aber so ein bisschen durch Versetzung eben sich so ein bisschen durchschlängelt. Das kann man natürlich mit diesem einfachen Ansatz nicht in den Griff bekommen. Dafür müsste man das Ganze ein bisschen noch aufpeppen. Gut, damit ist diese Problemstellung formuliert. Gibt es dazu Fragen? Das ist wie üblich die Erläuterungen. So, das ist ein schönes Beispiel. Als ich das zum ersten Mal kennengelernt habe, das war noch in meinem Studium, da habe ich gedacht, das wäre ein rein künstliches, an den Haaren herbeigezogenes Beispiel. Ich habe dann später erst gelernt, dass das tatsächlich Anwendung findet. Also, dass es kein künstliches, an den Haaren herbeigezogenes Beispiel ist. Also Sie sehen, dass es schon etwas länger her ist. Hier sehen Sie noch D-Mark. Worum geht es? Sie haben Währungen. Verschiedene Währungen. Natürlich nicht nur die 6, möglicherweise noch mehr. Also sehr viel mehr. Und Sie haben auf einer Kante, Sie haben den vollständigen Graphen gerichtet. In beide Richtungen haben Sie jeweils eine Kante, angedeutet durch den Doppelpfeil. Und in jeder Richtung haben Sie dann jeweils den Umtauschkurs. Und nun kann es sein, durch kurzfristige Fluktuationen, Hochfrequenzhandel, Kram, bla, dass Sie einen günstigeren Umtauschkurs von einer Währung in die andere bekommen, indem Sie nicht direkt gehen, sondern hintenrum irgendwie über mehrere andere Wege. Und das Ziel soll jetzt sein, einen kürzesten Pfad zu finden in Bezug auf die Umtauschkurse. Also, dass der Gesamtumtauschkurs, alles zusammengerechnet, der bestmögliche ist. Das ist natürlich nichts für Sie als Privatkunden, ja, weil da gibt es ja irgendwelche Gebühren obendrauf oder wenn es keine Gebühren gibt, dann entsprechend leicht schlechtere Umtauschkurse, sodass sich das für Sie natürlich nie rechnen würde, mit sowas Überlegungen anzustellen, sondern aber für größere Finanztransaktionen, für institutionalisierte Geschäfte lohnt sich das potenziell durchaus, habe ich gelernt. So, jetzt haben wir hier aber ein Problem.
Sie summieren natürlich nicht die Umtauschkurse über einen Pfad, sondern sie multiplizieren sie. Und multiplizieren ist im Dijkstra-Modell nicht vorgesehen. Kürzeste Pfade werden berechnet, also die Länge eines Pfades wird berechnet als die Summe und nicht als das Produkt der einzelnen Kantenlängen. Und da gibt es einen schönen kleinen Trick, wo wieder das böse Wort erscheint, das Unwort, das L-Wort, mit dem sie in der GD2 genervt worden sind. Wenn sie bei mir gehört haben, haben sie so Sprüche gehört von wegen, der Logarithmus ist nicht ihr Feind, sondern ihr Freund. Ich weiß nicht, ob ich sie überzeugen konnte. Also hier ist das Problem erstmal, das ich genannt habe. Es ist nicht die Summe, sondern das Produkt, was wir berechnen wollen. Aber sie kennen den Logarithmus, sie kennen die Funktionalgleichung des Logarithmus. Logarithmus des Produktes ist gleich Logarithmus Summe der einzelnen Logarithmen. So, ich will das vielleicht noch mal ganz kurz hier an einer Zeichnung dann noch mal, an einem ganz kleinen Beispiel noch mal klar machen. Oh, heute gibt es eine größere Ausbeute von Zeichnungen. Hier muss ich auch wieder auf die nächste Seite gehen. Neue Seite. Sie haben jetzt ein Beispiel, zum Beispiel mit zwei Kanten mit Längen, mit Umtauschkursen A und B oder mit drei Kanten Längen, Umtauschkursen A, C, D, E. Und Sie haben einerseits, das eine Ergebnis ist A mal B und das andere Ergebnis ist C mal D mal E. Und die Frage ist, also einer von den beiden ist dann der kürzere, nicht? Sie wollen den kleineren Wert oder den größeren, je nachdem, warum Sie die Umtauschkurse rechnen. So, was haben wir jetzt hier? Also zum Beispiel könnte C mal D mal E kleiner, besser sein als A mal B, kleiner sein als A mal B. Ja? Also C mal D mal E besser als A mal B. Jetzt nehmen wir den Logarithmus drauf, egal zu welcher Basis, dann haben wir Logarithmus von C mal D mal E ist kleiner als Logarithmus von A mal B. Und jetzt wende ich die Funktionalgleichung an, die Sie eben gesehen haben, die Funktionalgleichung des Logarithmus. Logarithmus von C plus Logarithmus von D plus Logarithmus von E. Von der ersten zur zweiten Zeile, dass wir da immer noch ein kleiner schreiben können, das liegt daran, dass der Logarithmus, die Logarithmusfunktion strikt monoton ist. Und jetzt setze ich eben nur die Funktionalgleichung ein und erhalte das bezüglich, wenn ich die Kantenlängen logarithmisiere und da gucke, was ist kürzer, was ist der kürzere Pfad nach der üblichen Logik mit Addition, dann kriege ich den Pfad raus als den kürzeren, der auch bezüglich der ursprünglichen Zielfunktion das Produkt der nicht logarithmisierten, der ursprünglichen Umtauschkurse der bessere ist. Schön, nicht? Einfach reduziert auf kürzeste Pfade-Problem durch diese Eigenschaft der Logarithmusfunktion. Diese zwei Eigenschaften. Erstens die Funktionalgleichung, zweitens die strikte Monotonie musste ich hier auch einsetzen. So, das passt ja wunderbar. Mit dem Ende des Termins ist auch diese, mal gucken, gibt es noch eine Folie zu dem Thema? Ist auch dieses Thema beendet. Dann machen wir an dieser Stelle Schluss. Ich möchte mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit, auch bedanken dafür, dass Sie trotzdem hierher kommen und mitdenken und mitdiskutieren, obwohl es die ganzen Aufzeichnungen und alles gibt. Ich hätte es nicht gemacht, aber ich bin froh, dass Sie es doch machen. Und möchte Ihnen ansonsten noch einen schönen Tag mit noch viel Sonne und eine schöne Restwoche mit hoffentlich auch nochmal Sonne und der Gelegenheit, die Sonne zu nutzen, wünschen.